Ja, hallo meine Lieben. Heute ein neuer Sitzplatz. Ich sitze im Sessel hier vor unserem Drachen. Zeige ich euch mal kurz das Relief. Ja. Und berichte von unserem großen Festtag hier. Ja, lasst euch überraschen und schaut die Videos bitte bis zum Ende. Das ist wichtig. Dann kommen sie natürlich im Ranking bei YouTube nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, lasst es einfach laufen. Egal, geht Kaffee trinken. Aber das hilft den allen YouTubern. Deswegen lasst es laufen bis zum Schluss. Vielen Dank. Bis gleich. Ja, der Bautrupp, Kochtrupp, alle sind schon da. Wir sind schon seit 5.30 Uhr wach. Sie hat schon zu Hause gekocht. Und hat jetzt alles mitgebracht und jetzt geht's hier weiter. Ja, und man kocht wie in Thailand auf dem Boden. Ja, hier drin zeige ich euch auch kurz. Er hat da alles jetzt abgedeckt, umgestellt. Hier sind die Sitzplätze. Der Mönch kommt gleich. Da ist schon was von dem Mönch da. Oder ist der schon gekommen? Da ist dieses Band, von dem ich euch schon öfters berichtet habe. Wenn man nachher betet, nimmt jeder ein Stück Band in die Hand. Das bedeutet auch Verbundenheit. Ja, ich zeige euch weiter. Ja, er darf nicht fehlen, er ist auch dabei, er wartet auf Futter. Ja. Ja, den Himmel möchte ich euch nicht vorenthalten. Frühnebel sind schon alle weg. Es ist so ein bisschen leicht bewölkt. Ich denke mal, das wird heute ein richtig schöner, sonniger Tag. Und ich habe eine lange schwarze Jeans an und die Kleidung, die ich mir neu gekauft hatte, als wir am Mekong waren. Ich zeige mich mal. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Wir schauen mal, was hier noch alles passiert. Sie hat die Kinder schon gebracht, die Cousine. Und möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, diesen Sonnenaufgang. Ach, ich sag schon Untergang. Ich bin schon ganz durcheinander. Ja, hier haben wir schon den Tisch aufgebaut. Aber ich denke, das mit den Geistern macht nachher der Schamane. Und drin ist der Mönch zuständig, also ich lasse mich selber überraschen, weil wenn ich Gung frage, das mache ich besser nicht. Bei solchen Anlässen ist er immer super nervös, dass alles funktioniert, dass alles klappt und dann lasse ich ihn da lieber. Ja, ich gehe mal noch hier raus, auch hier draußen, die Straße sieht ganz gut aus. Das ist auch immer ganz wichtig, sonst sind alle voll Matsche. Bei Guy ist das Tor schon wieder auf. Der wird bestimmt was holen. So, ich denke, das reicht. Das will sie in dem Modus nicht, also Hand runter. Ja, hier kommt eine Knatterbüchse nach der anderen. Die ganzen Gäste trudeln ein. Tante ist da, Schwiegermutter habt ihr gerade gesehen, die Nachbarin. Ja, den kenne ich vom Sehen und die andere Cousine und die Kinder. Ach, und der kleine süße Max. Der kriegt Schuhe angezogen. Ja, der kann schon laufen. Oh mein Gott. Ja, Dorfleben in Thailand. Er geht 3 Meter und dann setzt er sich wieder. So, und spielt gern in den Steinen.
Die weißen Steine haben es ihm angetan. Ach, und in den Mund. So sind kleine Kinder. Ja, und er hatte gefragt, ob er noch kurz mähen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin hier heute wie Gast. Nee, ich weiß einfach nicht, was sie manchmal vorhaben. Ich verstehe auch nicht alles. Manche Sachen verstehe ich schon, weil einige gefragt haben, ob ich Thai kann. Nein, ich kann nicht, das würde ich nicht sagen. Aber ich verstehe vieles und ich kann mich verständlich machen. Und das ist schon mal viel wert. Ja, das mit dem Mähen hatte wohl Schwiegermutter organisiert. Und deswegen hat Gung jetzt sie gerufen. Sie kümmert sich so um die Kleinigkeiten, das ist schön. Ja, die Mönche sind da. Sie gucken doch, sie interessieren sich auch für die Geisterhäuser. Sind hier mit dem Auto gekommen, der eine Mönch fährt. Ja, die sind hier schon fortschrittlicher. Und jetzt wird natürlich dann alles weggemacht. Da an den Verkleidungen für den Hund, dass der nicht dran gepinkelt hätte. Und dann schauen wir mal, ich hebe nichts. Mein Ichyasnav, der zwickt schon wieder. Und dann können die das alles schön selber machen. So, hier haben wir die Schweineköpfe und Innereien und Fuß. Da haben wir Fische, alles vorbereitet für an den Altar. Ich habe jetzt gefragt, für wen Essen abgefüllt wurde in Plastiktüten. Kann er mir nicht sagen, er hat keine Zeit. Ich denke mal, die Mönche nehmen das mit, natürlich. Ja, das ist auch schon geliefert worden, vorhin, schon vorher. Das Schild hält er vor sich, wenn er mit uns betet. Wie gesagt, wo er Essen einsammelt, das ist schon da. Und jetzt tragen sie alle ganz wichtig alles dahin. Klatsch mal in die Hände. Ja, der erste Mönch schleppt schon was. Ich dachte immer, die dürfen nicht arbeiten. So. Und Gung ist so nervös. Oh mein Gott, er keift mit seiner Mutter. Ich darf ihn nichts fragen. Ah ja. Ja, das hat nicht geklappt mit da hoch. Das Teil scheint richtig schwer zu sein. Achso, nee, das kommt dahin und ach, ja. Gut, gut. Ich berichte weiter. Und der eine Mönch ist sich einer am Rauchen. Ach, der eine Mönch hatte das auch verkehrt hin. Jetzt scheinen sie aber richtig zu sein. Ich gehe mal so. Ja. Ja, vorab mal ein Reel. Wie man das nennt. Nee, ein Shorty. Die dürfen jetzt ja 3 Minuten lang sein. So, er hat aufgeraucht. Ja, und hier sind die ganzen Opfergaben. Ich zeige euch mal. Also, dann scheinen die von dem Blechhäuschen da in das Häuschen umzuziehen.
Ich zeige euch hier nochmal die ganzen Opfergaben. Wir haben Reis, wir haben Grüncurry, wir haben eine Fischsuppe, Wasser natürlich, Nachtisch. Das Ganze nochmal. Wir haben Bananen, Trauben, Kokosnuss, Ananas, Äpfel, Lotusblüten, die Drachenfrucht, dann das hier sind auch so eine Art Äpfel. Ah, jetzt habe ich bestimmt wieder was Verkehrtes gesagt. Hier haben wir Räucherstäbchen in Bananenblätter, Lotusblüte, Jasminblüten. Ja, die Zigarren müssten auch noch irgendwo liegen. Eine Melone haben wir noch, Thai-Schnaps und natürlich die rote Fanta, die darf nicht fehlen. Ja. Da werden die Blumen ausgepackt. Das war nicht richtig, ja. Ich zeige euch einfach und berichte. Ja, die zwei Schweine haben ihren letzten Riecher gemacht. Da sind die zwei Hähnchen. Mein lieber Schwan, sind das magere Viecher. Aber die werden hier mit Kopf verkauft. Und das sind die Fische, habe ich ihm gestern gesagt, die ich nicht so gerne esse. Ja. So. Die zwei schmalen Hemden hier. Ja. Die Teile sind schwer. Lass sie bloß nicht fallen. Ja, Schwiegermutter hat jetzt die Zigarren gebracht. Oder Zigarillos oder wie man sie auch nennen mag. Schließlich müssen die Geister im Jenseits auch eine rauchen können. Ja, die war auch schon da und hat Gras geholt für die Kühe und Kälber. Ah, ich glaube, der war auch beim Friseur. Na, was will man mehr? Deswegen war das Tor vorhin offen. Ja, dann schau mal hier in die Kamera. Hm? Kleiner Mann, ja. Sogar die Kleinsten sind heute da. Ach ja. Die sind immer bei uns. Außer der Junge, das ist der Bruder von den beiden Mädels. Ja, mein lieber Schwan, da kommt wieder der ganze Konvent an. 2, 4, 5. Dann sind sie wieder zu siebt. Oder es muss zu siebt sein, weil das die Glückszahl ist. Als erstes eine Zigarette anzünden. Ich dachte immer, die dürfen nicht rauchen. Aber jetzt packen alle Mönche mit an. So ist das richtig. Ich habe meinen Ischiasnerv immer wieder. Sobald es ein nasses Wetter ist. Nee. Ich habe schon gesagt. Und dann mache ich sowieso immer alles verkehrt. Ja. Der Junge braucht nichts zu machen. Ja, ich dachte, die hätten mit den Geisterhäuschen nichts zu tun, aber da bin ich falsch gewickelt. Sie haben es auf Anhieb schon gerade stehen. Ja, das ist richtig interessant. Die zwei haben es jetzt hochgehoben. Mein lieber Schwan, das schwerste Teil steht noch da. Das kommt da oben drauf. Ja, mein Mann darf ich nichts fragen. Wie gesagt, hypernervös. Es klappt doch alles. Alles ist gut. Ja, die sind mit dem Teil hier gekommen. Und der Fahrer ein Mönch. Also nichts wie in Deutschland oder irgendwo, dass sie immer einen Fahrer brauchen. Selbst ist der Mann. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich jetzt. Upsala. Denn
Ich mache da heute 2 bzw. 3 Videos draus. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ja, meine Lieben, wie immer, abonniert den Kanal. Wer möchte, kann Kanalmitglied werden. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.